Welcome to Kowloon. Heute könnt ihr mein dummes Gesicht sehen und nicht nur das, ihr könnt auch sehen, wenn mein dummes Gesicht sich dumm erschreckt. So, wir haben ja kurzzeitig Hausarrest gekriegt letztes Mal von unserer Vermieterin, die sich dolle Sorgen um uns macht. Wir sollen nachts nicht rausgehen, ne? Die hat ein paar skurrile Hobbys. Die sammelt Skulpturen von toten Menschen. Oh, wieso flackert denn das Licht jetzt? Warum ist das so dunkel? Ich gehe Richtung Licht. In der Küche ist es hell. Ich komme raus, der Balkon. Hä? Lol. Habe ich was gemacht? Ach so, ja. Geht die Tür auch zur anderen Seite auf? Nein. Oh. Sayonara, du Penner. Okay, mich kriegt sie nicht. Och, come on. Das ist doch von der Raumgröße her. Hier ist es gemütlich. In die Wohnung des Nachbarn eindringen. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Der Nachbar lebt bei Kerzenschein. Ich weiß nicht, ob das viel besser ist. Die Tür geht nach außen auf. Aber wir können ja mal durchstöbern. Was hat denn der Gute hier so? Mich fleucht, ich weiß jetzt, warum überall Bleche vor sind an den Türen und... Oh, hier, guck mal. Ist das der Gaszähler? Oh, ist ein Gasleck. Und der hat hier Kerzen an. Oh, hier müssen wir aber schnell raus. Da ist abgeschlossen. Oh Gott. Okay, da darf ich nicht rein, hier darf ich nicht rein. Ob der uns mitbekommen hat und hat die Tür zugeknallt, weil er sich erschrocken hat? Ich laufe jetzt hier im Dunkeln. Ich kann nicht weiter im Dunkeln laufen. Och. Ich kann halt nur in diese blöde Kammer hier. Ah, hier ist ein Zettel. In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Okay. Ist keiner zu Hause. Der Nachbar ist am Umziehen. Ich bin hier Umzugshelfer. Ja auch. Teetasse und Kippen auf dem Tisch. Haben die Leute hier keinen Aschenbecher? Und wieso raucht man, wenn hier Gas aus dem Rohr kommt? Ach, ich will da nicht raus. Das ist doch bestimmt die Schrulle, die ist mir gefolgt. Ich habe ja hinter mir nicht abgeschlossen. Ja, bitte, wer war das? Okay, da hinten ist nicht mehr dunkel und da hängen Klamotten. Jetzt darf ich hier lang gehen, weil ich den Zettel gelesen habe, ne? Hier ist zu, hier ist... Oh, zu genagelt. Wie groß ist denn seine Bude? Das geht doch schon wieder in ihre Speisekammer hier, oder was? Muss ich jetzt eine Brechstange finden? Bretter abreißen. Mhm, am Arsch geht der Kühlschrank zu. Keine Jumpscares mehr für mich. Ich denke mal, da ist jemand erkältet und das wird ein Dampfbad sein. Mhm. Zum Inhalieren. Ich bin für sowas einfach nicht geschaffen. Man kann versuchen, sich mit blöden Witzen abzulenken, aber ob das funktioniert? Ich bin für sowas einfach nicht geschaffen. Gut, wir gehen zurück. Der Kühlschrank ist doch zu. Weniger Licht für uns. Okay, es hat geklingelt. Wir müssen einen Schlüssel finden. Gell? Die... Das wird physikalische Gründe haben, durch die Kälte des Kühlschranks und der dichtet nicht richtig ab und schließt deswegen nicht richtig. Die warme Luft
dehnt sich aus und drückt sich in den Kühlschrank, wird darunter gekühlt und dann entsteht ein Vakuum, weswegen die Tür wieder zufällt. So, das konnten wir erläutern. Jetzt brauchen wir noch einen Schlüssel. Oh, ich muss durch die Bude zurück, ne? Das heißt, jetzt wird hier irgendeine Tür wieder offen sein. Die ist es nicht. Ist das ein Kürbis? Aha. Und überall Ungeziefer. Ihr habt es auch gesehen an der Tür, oder? Und das ist nach da Richtung Tür. Wir gehen einfach raus, wir wissen von nix. Waren das nicht eben noch Klamotten? Diese menschliche Gestalt, die da hängt? Wir ignorieren das. Wir werden es einfach ignorieren. So, wir haben es nicht mal genau angesehen. Oh, Treppenhaus. Abstellkammer. Oh, leck mich am Arsch. Was ist das hier? Taschenlampe. Nein, tu das nicht. Boah, was ist das für ein verstörendes Bild? Also ich gehe davon aus, hier ist jetzt dunkel. Ah ja, Da ist es doch schon viel weniger gruselig, Denn wir sehen ja nicht, was uns hier fertig macht. Dieser scheiß Kühlschrank. Okay, die Abstellkammer it is. Hier könnten wir uns auch schlafen. Link, noch ein Schloss. Oh, du kriegst die Tür nicht zu. So. Haben wir dafür schon Hinweise gekriegt? Müssen wir wahrscheinlich suchen, ne? Ja. Okay, das heißt, wir suchen jetzt im Dunkeln nach Hinweisen für die Kombination des Buchstabenschlosses, während hier links wieder Geräusche kommen. Wir. Okay. Ja, bitte? Der Nagel war wohl nicht richtig in der Wand drin. Ja. Sollten wir hier nur rein, um uns zu erschrecken, oder werden wir hier auch was finden? Das Bild. C. Ich nehme ein C und möchte auflösen. Clown. Okay, C in der Mitte, würde ich sagen. Ich kriege die Tür nicht auf. Aha. So, nee. Erstmal gucken wir hier rüber. Können wir alle Bilder... Aha, Y ist das letzte. Okay. Kommt mit meinem Clown nicht ganz hin. Bei dem Ungeziefer hier werden da Ratten drunter sein. Den hebe ich nicht an. So, wir hatten hier vorne noch ein Bild. Das würde ich dann auch einmal untersuchen. Du oller Scheißkerl, du oller Ekelhafter, du. Könnte es Clay sein oder so? Zay? So wie Away, nur falsch geschrieben. Hier hängen jetzt wieder Klamotten.
Ekelhaftes Mischstück. Ein E. Disay, Isay. Bisay. Wo war denn überhaupt dieses komische Schloss? Ich würde schon mal versuchen. Ich möchte ihn einmal da hinten ignorieren. Aber die letzten vier kann ich ja auf jeden Fall schon mal eintippeln, ne? Habe ich mir das angeguckt? Nee. Die Say. So, okay. Da. C. A. Und ich musste nicht zu diesem blöden Kackeimer. Wo die Ratten drunter sind. Einmal ein Stück wieder weglegen. Klar. Natürlich. Ein Raum ohne Fenster. Drei Müllsäcke. Ein bisschen Vertäfelung. Und noch ein paar Müllsäcke. Eine Brechstange für die Haustür. So. Jetzt aber nichts wie weg. So. Ich hänge hier die ganze Zeit an den Kisten fest. Man versucht das ja immer wieder mit so ein bisschen Witz zu überspielen, dass man so schreckhaft ist, aber... Auf Dauer? Man lässt sich denn doch mitfiebern. Hm? Bitte sag mir, ich darf jetzt gehen. Okay. Wir sind immer noch im Raum nebenan. Hier ist zu... Sind wir im Treppenhaus? Ja, natürlich ist hier alles zugestellt. Während wir den Weg nach draußen gesucht haben, hat die Alte hier alles verbarrikadiert. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich im Kreis laufe. Ich möchte hier gar nicht hingucken. Gott, oh mein Gott. Das war nur die Tür. Du Mistding. Hört ihr dieses Geräusch wie so ein Monster? Ist ganz schön unordentlich hier. Ich meine, wer säuft hier? Zwei Hocker? Da hinten einer, hier einer? Überall leere Bierbullen. Oh, hier haben wir ein paar Körbe. Alter Schwede. Gotta run? Willst du mich verarschen? Wohin? Ich muss laufen. Oh Gott. Ich war mental nicht darauf vorbereitet. Ich muss schon wieder laufen. Ich weiß doch gar nicht wohin. Und dieses Headbobbing, das macht mich fertig. Ich will jetzt nicht laufen. Ich bin nicht in Form. Okay. Oh Gott. Ging der vorhin auch schon hier? Gab es denn überhaupt die Möglichkeit wegzulaufen? Muss ich jetzt schon wieder laufen? Bitte nicht. Oh, ich weiß doch gar nicht, wo lang. Ich bin jetzt schon wieder überfordert. Einfach durch die Tür. Warum? Kann der nicht? Ja, ich hänge auch überall fest, Mann. Nee,
sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich spitze die Tür. Ich brauche eine Valium. Und hier läuft er mir nicht mehr hinterher? Fuck, ey. Aber ich komme doch hier gar nicht durch. Hier ist Müll. Ein unüberwindbares Hindernis. Es gibt... Kannst du mal aufhören zu wackeln? Es gibt... Was? Code 5913... Oh Gott, du blöder Fixer. Du alles Scheißkerl. Was war da? 5913? Was? 5913? 5? Und der hat so gewackelt. Der hat so gewackelt. Ich konnte es nicht lesen. Okay, ein Moment. 5913. Ich hoffe, es war 5913. Ich bin mir nicht 100% sicher. Oh, Gottes Willen. Jetzt muss ich den Weg zurückgehen. Oh, ich muss aber nicht wieder vor dem Weg. Hat er mich rausgeschmissen? Haben wir es geschafft? Ich hätte gern meinen Hund wieder und der kann ihn beißen. Okay, hier geht's runter. Ich weiß nicht, ob ich runter will. Jetzt bin ich auf der Straße. Straße? Jetzt bin ich auf der Straße und muss nur noch den Weg rausfinden. Der Keller sah wesentlich freundlicher aus. Wobei genau das natürlich auch eine Falle sein kann, ne? Ich gehe nicht mehr dorthin zurück. Oh. Feigling. Er ist bestimmt in die Hosen gepinkelt vor Angst, der Lappen. Naja, dann nehmen wir den zweitbesten Weg. Was soll uns hier schon noch erwarten? Wir sind ja draußen. Wir sind nicht im Haus. Wieso habe ich keine Taschenlampe mehr? Mm-mm. Nö. Nö. Nein. Einfach nein. Wir machen das nicht mehr. Exit. Und hier ist der Ausweg. Aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Selbstverständlich gucken wir denn gleich gegenüber. Können wir nicht. Hier ist dunkel. Dunkel dürfen wir nicht gehen. Okay, dann gehen wir doch zum Telefon. Was mit der Brechstange? Mit dem richtigen Hebel? Ah, meine Taschenlampe. Ich habe sie wiedergefunden. Sie war ganz tief in meiner Hosentasche. Deswegen kam ich da erst nicht ran. Hier darf ich nicht rein. Und hier kommen wir auch nicht hin. Ich muss was finden, um die Ketten zu durchtrennen. Ich bin so happy, dass ich zu dieser Fete nicht eingeladen wurde. Ich will da gar nicht lang gehen.
es kommt schon wieder dieser Bass, der mich so unglaublich glücklich stimmt und mich ermutigt, dass hier nichts Schlimmes passieren wird. Okay, da hinten war gar nichts. Sliden wir hier mal die Treppe hoch. Nein. 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 Der eine Nachbar angeben will. Nö, ich habe eine weiße Tür. Okay. Wenn ich das lese, bin ich wieder am Arsch. Ich weiß, dass es so ist. Deswegen gehe ich erst gucken. Und dann lesen wir den... Wo finde ich nun Hebelkraft und Benzin? Okay, hiermit darf ich gar nichts machen. Noch nicht. Scheiße, ich muss diesen Zettel lesen. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist kein Benzin mehr. Er fühlt sich jetzt Batterie. Und der Anlasserhebel ist kaputt. Okay, im Generator ist kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Also, ich brauche Benzin und einen Hebel. Und ich glaube, unten war ein Benzinkanister, aber wenn ich den Weg wieder zurückgehe... dann werde ich diesen Weg höchstwahrscheinlich nicht alleine beschreiten. Ah, Mann, hier oben ist nix. War hier nicht irgendwo ein roter Kanister? Ein roter Hocker. Okay. Ja, na klar. Natürlich. Warum auch nicht? Ich zeige dir etwas. Schau unter dem Felsen bei der Schaukel. Gehe ich jetzt auf den Spielplatz? Den Kopf freikriegen? Hahaha. Und jetzt in den roten Kühlschrank. Welchen roten Kühlschrank? Hier ist kein roter Kühlschrank. Hey, ich bin in dem Laden, ne? Habe ich für den Laden irgendeinen Zettel übersehen? Warte mal. Ich kann doch nicht einfach nur so hier rein. Hier muss doch irgendwas sein. Telefon. Ich rufe die Polizei. Okay, aber hier kann ich nichts mitnehmen. Roten Kühlschrank. Ich bin gerade maximal verwirrt. Wo bin ich denn hergekommen? Ah.
Genau, ich kam ja aus dieser idyllischen Gasse, die mir gar keine Angst macht. Los, gib's mir. Haben Sie das rosa Tuch? Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Eigentlich möchte ich den Ausgang finden und das Geschnüffel hinter mir soll bitte weggehen. Danke. Das war nämlich nicht cool. Das ist ziemlich widerlich. Mir ist so im Nacken geatmet. Ein rosa Tuch auf dem Spielplatz. Alter, ist das creepy. Okay, ein Kinderzimmer in der Garage. Sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne? Ich glaube, das ist bis jetzt der schönste Raum, den ich bisher gefunden habe. Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr in meiner Familie und im Ganzen, dem ganzen Dorf. Und es ist gut, dass es nicht das ist, dass ich mich, dass es nicht, dass es keine lebende Seele mehr gibt in Kowloon gibt. Sie benötigen diesen Raum. Was? Okay, no, einmal noch, ja, fürs Verständnis. Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr in meiner Familie und im Ganzen, dem ganzen Dorf. Es ist gut, dass ich mich, dass es nicht, dass es keine lebende Seele mehr gibt in Kowloon gibt. Ja. Gut, grammatikalisch, da können wir mit arbeiten, ne? Ich habe keine Ahnung. So. Das war's. Also nur dieser Zettel, ja? Zuerst. Also bevor ich rausgehe, muss ich die Münze besorgen. Aus diesem Raum. Besorgen. Ja, so groß ist das Zimmer ja eigentlich nicht, ne? Vielleicht hier in dem Karton? Ach so. Und was mache ich jetzt mit der Münze? Bin mir nicht sicher, wo ich jetzt am besten lang gehen sollte. Oh nein, auf jeden Fall nicht hier. Okay, das ist der Kühlschrank. Wir gehen einfach mal wieder zurück. Ja. Der hat leichte Atemschwierigkeiten, ne? Er scheint echt viel zu rauchen. Okay, er ist weggegangen. Denn dürfte uns ja hier nichts mehr passieren, Ach, genau. Ja, klar. Jetzt soll ich da reingehen. Ein Hebel. Ja. Habe ich noch eine Münze für den General? Hier kriegen wir noch Benzin irgendwie aus dem Getränkeautomat.
Ist da noch ein Kanister Benzin drin? Okay, ich kann die Ketten immer noch nicht aufmachen, weil Generator. Okay, als nächstes Benzin. Da komme ich nicht rein. Noch nicht. Ja, klar. Wir gehen einfach mal wieder die Treppe hoch. Das Flackern kann ja nur was Gutes bedeuten. Sie wollen uns aus unserem Viertel vertreiben. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Was hat die Regierung jetzt damit zu tun? Alter, hier ist ein psychopathischer Dämon oder sowas. Und hier ist ein Kanister Benzin. Ernsthaft? Oh, okay. Dann ist das jetzt Benzin. Muss ich noch weiter runter? Ja, ne? Ist ja widerlich. So, Richtung Exit. Gut. Scheibenkleister, wo war denn der Generator? Der war hier, ne? Wenn wir hier lang gehen? Okay, oder auch nicht. Ich habe einen Hebel, ich habe Benzin. Und ich würde jetzt gern aus diesem Viertel fliehen. Nur leider weiß ich nicht mehr, wo der Generator jetzt stand. Also renne ich in mein Verderben, Gott sei Dank. Der war hier oben, ne? Und hier um die Ecke? Ah ja. So. Gluck, 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 gluck. Wow. Alter, ich bin tot, wenn das Spiel vorbei ist. So, Herzinfarkt gestorben. Ne? Ich bin für Horrorspiele nicht geeignet. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich könnte duschen gehen. Ich schwitze. So, aber wunderbar. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich allmählich hier war der Exit fliehen können? Fragezeichen. Nein, können wir nicht, denn wir können diese komischen Ketten nicht aufmachen, aber wir haben jetzt den Generator angemacht. Können wir jetzt die Tür öffnen oben am Generator? Wofür war denn jetzt der Generator? Für den Aufzug? Ein Penis. Okay. Klar. Dann fahren wir jetzt mit dem Aufzug. Auf dem Weg zu den Sternen. Ich bin auf dem Dach. Wie hoch ist das? Ich bin mir nicht sicher, ne? Aber je nachdem, wie hoch das ist, wir könnten doch einfach über einen Zaun klettern, runterspringen. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, wenn wir auf den Füßen landen? Hm?
Vielleicht brechen wir uns auch nur beide Beine, aber wir sind raus. Können wir denn ins Krankenhaus gehen? Kriechen. Hier ist auch ein Bett. Musik, mit der wir nichts machen können. Okay, die Tür gibt's auch nicht für uns. Aha. Gut, damit kriegen wir doch die Ketten durch, oder? Es hatte irgendwie echt was Beruhigendes, ne? Nach dem ganzen Stress. So. Erdgeschoss, wir kommen. Ich höre immer noch die Musik, aber sie ist jetzt so am Lallern. Am Lallern. Sie klingt nicht mehr wunderschön. Oh, hey, mein Freund. Na, endlich mal ein Lichtblick. Warte mal, du bist alles Lebendige, was ich bisher gesehen habe. Bist du der Dämon? Hätte ich das gewusst, ich hätte dir nie Futter gegeben. Wir sollten den Hund einschläfern, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich finde es auch skurril, dass wir den Hund nicht mitnehmen. Da steht jemand auf dem Balkon, da baumelt irgendjemand. Da betet irgendetwas. Ich bin, leicht verstört. Und die sehen alle so aus. Das war eigentlich mein Plan vorhin. Das war mein Plan. Gut. Scheinbar war das zu hoch. Man hätte es nicht überlebt. Stimmt mit diesen ganzen Leuten nicht. Vor allem wie viele. Hä, Moment. Das ist doch der Ausgang. Hier bin ich doch hergekommen. Horrido! Gar nicht nachfragen. Gar nicht nachfragen. Bestimmt passiert uns noch was. Jetzt gucken wir in den Rückspiegel und sehen, dass wir genauso aussehen. Lol. Die waren alle schon tot? Also, klar, ja, offensichtlich, aber... War das so eine Art Geisterstadt? In letzter Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Kowloon waren. Sie sagen, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kowloon Wallet City war einer der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen.
Ich beeile mich ein bisschen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung Kowloon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Ich beeile mich, damit wir den Text auch schaffen zu lesen in der Zeit. Dich doch einfach, da leck mich doch einfach am Arsch. Ausgabe. Ausgabe ist in dem Fall, glaube ich, Ende. Ja, das war Welcome to Kowloon. Okay, also wir waren dementsprechend in einer Geisterstadt. Erklärt die günstige Miete. Ja, also Fazit zu dem Spiel. Ich finde, also für ein sehr First-Person-Indie-Horror-Game, ich fand, es war vom Aufbau her eigentlich, klar, linear, logisch, aber es war sehr gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Die Grafik hat mir sehr gefallen. Musste aber auch feststellen, leider, das ist nichts für mich. Ich pack das nicht. Das macht meine Mentalität überhaupt nicht mit. Das ist mir einfach zu gruselig. So, ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Schrecker gehabt. Vielleicht auch den einen oder anderen Lacher, weil ihr da so ein dummes Gesicht sehen konntet, das sich voll dumm erschrocken hat auch noch obendrein. Wir sehen uns gerne das nächste Mal wieder. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.